Ja, und vom Fußball zum Judo-Finale um die deutsche Judo-Meisterschaft in Wiesbaden. Die große Chance für Max Heider aus Backnang und nicht nur für ihn. Die Männermannschaft der TSG Backnang hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte um den deutschen Meistertitel gekämpft. Ob es geklappt hat, Laura Trust berichtet. Die Aufregung groß und der Siegeswillen umso größer. Max Heider und seine Mannschaft geben alles. Jetzt stehen sie zum ersten Mal im Finale. Seit heute Morgen um 10 Uhr wird gekämpft und gekämpft und gekämpft. Das Motto vom Judo ist eigentlich die Kraft des Gegners ausnutzen. Also der sanfte Weg, sagt man auch. Es ist nicht immer ganz so sanft, wie wir wahrscheinlich heute noch sehen werden. Aber grundsätzlich ist das Ziel, die Kraft vom Gegner auszunutzen, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und dann zu Boden am besten auf den Rücken zu werfen. Soweit die Theorie und jetzt zur Praxis. Im Finale stehen sich die TSG Backnang und der Remscheider TV gegenüber. Judo ist grundsätzlich ein Einzelsport, aber in der Bundesliga ist das anders. Wir finden die Bundesliga super cool, weil man eben auch dann diesen Teamgedanken mal mit reinbringt. Weil man eben sich auch auf sein Team verlassen kann. Und wenn mal der Kampf in die Hose geht, hat man immer noch ein Team im Rücken, das das wieder ausbaden kann. Und genau das macht es eben auch die Bundesliga so spannend und auch so attraktiv für Judokas. Der 27-jährige Max in der roten Hose hat seinen ersten Finalkampf in der Klasse unter 60 Kilo. Aber es läuft nicht gut. Er verliert klar mit 0 zu 10. Jetzt kommt es auf seine Teamkollegen an. Es steht nach der ersten Runde 3 zu 4 für die Remscheider. Backnang holt aber zwischenzeitlich auf. Doch der letzte Kampf des Tages geht knapp an Remscheid. Endstand 6 zu 8. Im ersten Moment überwiegt erstmal die Enttäuschung über das Finale. Aber ich glaube, es wird nicht lange dauern und dann können wir auf die Saison zurückblicken und mächtig stolz sein. Wir haben eine super Saison gekämpft, wir sind als Südmeister ins Finale, haben das Finale geschafft. Die Enttäuschung ist da, aber es ist das erste Finale für die Männer der TSG Backnang. Und immerhin sind sie Deutscher Vizemeister im Judo.